Ja, ihr seht schon, um welchen Fisch es hier geht. Um den einzigartigen weißen Crappie. Ja, wie fängt man ihn? Wo fängt man ihn? Ist recht simpel bei bewölktem Wetter. Funktioniert das Ganze von 16 bis 17 Uhr. Man kann ihn eigentlich auf viele Sachen fangen. Ist ein schöner Fisch. Gibt's ordentlich Erfahrung. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal das Equip an. Das Equip spielt eigentlich gar keine Rolle, da ihr nur hier die 7 Meter bis 10 Meter rauskommen müsst und mehr ist das gar nicht. Also hier in diesem Bereich ist das Ganze möglich. Ja, Tiefe ist wichtig, 1,20, also eigentlich fast Grundangeln ist das Ganze. Ich habe jetzt die Bite 015 hier, wie gesagt, die Angelrute und die Rolle spielt eigentlich gar keine Rolle hier. Die Schnur einfach dünn wählen, dass man den Biss ein bisschen vorher sehen kann. Dann die Pose ist auch eigentlich relativ egal, da ihr nur 10 Meter raus müsst. Das Wichtige ist der Haken 1-0er, warum? Damit man es vermeidet, dass die kleineren beißen. Wenn ihr die kleineren auch mitfangen wollt, dann nehmt natürlich einen kleineren Haken. 1er, 2er Haken funktioniert super. Dann fangt ihr die kleinen weißen Crappies auch. Und ja, ich habe jetzt hier den 1-0er, wie gesagt, damit ich den einzigartigen rauskriege. Ihr habt schon gesehen, ich habe ihn auf Made gefangen. Ja, es funktioniert eigentlich fast mit allem, wo Crappie dran steht. Also ich habe auch schon mit Grille was gefangen, mit Heuschrecke habe ich was gefangen. Wie gesagt, es funktioniert eigentlich alles, wo Crappie dran steht. Könnt ihr sogar gerne rumprobieren. Ja, Made ist ab Level 5 zugänglich und ist die billigste Möglichkeit eigentlich. Und wie ihr gesehen habt, kann man ihn damit eigentlich super fangen. Ja, 3 Gold gibt es dafür. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ja. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.